Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder, Radio Plan B TV, und wir hatten es ja schon angekündigt. Wir sind heute mit bei der Night of Light. Das ist so ein bisschen der stille Protest der Veranstaltungsbranche, dass sie keine Aufträge mehr im Moment aufgrund von Corona haben. Wir stehen hier gerade in Osterholz an der Mühle von Rhön, und neben mir steht Tim Schwarzrock. Das ist einer im Moment der Initiatoren, zumindest hier in Osterholz, und natürlich auch Veranstalter. Tim, wie ist es zu dieser Aktion gekommen? Ja, wir sind auch durch das Internet darauf aufmerksam geworden, dass sich zwei, drei Kollegen irgendwo zusammengeschlossen haben und diese Night of Lights ins Leben gerufen haben, wo es darum geht, heute Abend halt ein rotes Mahnmal zu setzen, also historische Gebäude, Veranstaltungsstätten, irgendwelche Wahrzeichen der Stadt, einfach für 4 Stunden rot zu beleuchten, um uns einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu verschaffen, dass man uns so ja letztendlich gen Null gefahren hat im Moment in der gesamten Veranstaltungsbranche. Ne? Jetzt hat der Staat ja allen Hilfe angeboten, hat immer gesagt, es kommt keiner zu Schaden. Und wir würden hier nicht stehen, wenn das nicht so wäre. Wie gesagt, ihr seid ja nicht die Einzigen, da gehören die Reisebüros mit dazu und auch die Schausteller sind dazu. Hat es denn überhaupt irgendwelche Möglichkeiten schon gegeben, Anträge gegeben? Sind die von Haus aus abgelehnt worden? Gab es irgendwie eine Kleinigkeit, in Anführungsstrichen, Unterstützung? Oder wie sieht es da tatsächlich aus? Also man muss der Fairness halber sagen, wir haben auch als Firma eine Soforthilfe für unsere laufenden Kosten bekommen. Die reicht für 3 Monate. Die 3 Monate sind jetzt um. Ja, das war so April, Mai, Juni. Ja, und ab nächsten Monat stehen wir wieder ohne da, weil das war wirklich nur unsere laufenden Unkosten, die wir damit deckeln konnten. Nicht? Das Personal ist in Kurzarbeit geschickt bzw. auch entlassen worden für den Zeitraum jetzt, bis wir wissen, wie es weitergeht. Und ja, im Moment, Herr Altmaier hat ja eine große Hilfe zugesagt, nur keiner von uns kann sie im Moment irgendwo beantragen, weil es weiß keiner wo. Wenn man auf die Seite der N-Bank geht, heißt es, seit 1.6. kann man nichts mehr beantragen. Ja, ihr seht also, es ist schon ein bisschen dramatisch, und deswegen stehen wir auch hier, und wir haben gleich noch den einen oder anderen Interviewgast oder auch Interviewgäste. Ja, da sind wir schon wieder auf Sendung, und diese Veranstaltung hier betrifft ja nicht nur Veranstaltungstechniker, sondern auch Künstler und auch Solokünstler. Und ich freue mich, dass sie Zeit hatte, nämlich Tina Hertel steht hier neben mir. Tina, du bist ja Solokünstlerin quasi, kann man das ja bezeichnen. Schilder uns doch mal bitte ja, deine derzeitige Situation. Ja, meine derzeitige Situation ist so wie bei wahrscheinlich allen Solo-selbstständigen Künstlern gerade. Es ist nichts, es ist einfach Stille, es ist nichts zu tun, es gibt keine Aufträge. Selbst die Lockerungen, die jetzt stattfinden dürfen, also die jetzt umgesetzt werden können, machen für uns nicht wirklich Sinn, denn die Auflagen und die Regeln, die man einhalten muss, sind leider immer noch zu hoch, sodass man da nicht viel umsetzen kann. Das ist natürlich bitter, sowohl mental als auch finanziell natürlich vor allem. Ich habe tatsächlich die erste Soforthilfe beantragt, tatsächlich auch bewilligt bekommen vom Land, aber ich kann sie nicht nutzen. Also ich werde sie komplett wieder zurückzahlen müssen, denn sie sind ja nur für die Betriebskosten, laufende Kosten anzuwenden, und die haben wir Solo-Selbstständigen nicht. Wir haben uns selber als Betrieb, sage ich mal, wir müssen uns mit unseren Lebensunterhaltungskosten am Laufen halten, und dafür dürfen wir es halt nicht verwenden. Ja, dann mal abschließende Frage. Inzwischen machen ja viele Künstler, Autokino-Konzerte, so muss man das ja vorsichtig mal sagen. Wie ist da so dein Standpunkt oder deine Meinung zu? Da muss ich sagen, bin ich ganz, ganz zwiegespalten. Auf der einen Seite ist das eine total kreative Idee und absolut toll, dass man den Leuten das so nochmal mitgeben kann, dass man auf diese Art und Weise ein Konzert machen kann. Auf der anderen Seite stelle ich mir das tatsächlich sehr, sehr schwierig vor, da an die Leute ranzukommen. Denn gerade meine Stücke, auch die Theaterstücke, die Revue Ziemlich beste Freundinnen beispielsweise, wir leben von dem Kontakt zum Publikum. Und da wird Hupen oder Blinker anmachen oder irgendwas, das wird die Stimmung nicht so rüberbringen. Es ist letztendlich immer ein bisschen Spagat, klar. Aber ich bin natürlich für alles offen, was irgendwie mit Auftritten, mit Musik zu tun hat, damit man wenigstens das Gefühl hat, es geht weiter. Schön, dass ihr gekommen seid, freut uns ganz glücklich. Wie ihr ja der Presse entnommen habt, dem Internet entnommen habt, auf Facebook war es ja ganz groß, es ist heute Night of the Lights in ganz Deutschland und sogar über Deutschland hinweg. Nur 7.000 Städten in Deutschland werden heute beleuchtet in rotem Licht.
Das macht die Veranstaltungsbranche, die Künstler, auch Schausteller, alle, die sich berufen fühlen, dazu einfach Hallo zu sagen. Wir sind das Gewerk, das man im März, Anfang März auf Null gefahren hat. Wir verdienen kein Geld mehr. Wir wollen einfach der Regierung sagen, hallo, wir brauchen mal Hilfe. Jetzt müsst ihr mal in Gang kommen und was für uns tun. Ne? Und uns über diese schwere Zeit helfen. Deswegen machen wir heute Abend Rotes Licht. Und ich bin ganz, ganz stolz darauf, dass sich auch einer unserer führenden Politiker hier im Landkreis, nämlich unser Bürgermeister Thorsten Rohde, dazu bereit erklärt hat, hier heute Abend zu erscheinen. Thorsten, du hast das Wort. Ja, lieber Tim, herzlichen Dank für deine einleitenden Worte. Herzlich willkommen hier, ich sag mal, liebe Kulturschaffende und alle, die dazugehören. Man sieht ja immer nur ganz oft diejenigen, die auf der Bühne, die im Scheinwerferlicht stehen, aber das ist ja nicht alles. Zur Kultur gehört ja viel mehr. Ich habe vorhin im Gespräch schon ganz kurz mit Tim drüber gesprochen. Da sind ja so viele verschiedene Gewerke, Berufe beteiligt, um so eine Veranstaltung auf die Bühne zu bringen, bis sie überhaupt auf die Bühne kommt. Da gehen ja meist auch Monate ins Land, in der Planung, im Voraus und dann bis das Ganze fertig ist. Da ist ja nicht nur Technik, Service, Catering, Übernachtung, Busfahrer und ich könnte schon ganz, ganz viele noch aufzählen, die da insgesamt betroffen und beschäftigt sind, ja. Und wir haben auch jetzt ja gerade von der Bundesregierung, vom Kabinett, die haben zumindest beschlossen, ein Programm, das sich nennt Neustart Kultur. Dort soll 1 Milliarde eben für die Kulturszene bereitgestellt werden. Das soll Anfang Juli beschlossen werden, erst durch Bundestag, dann durch Bundesrat und dann auch relativ schnell in die Auszahlung gehen. Und ich habe mir das mal näher angeguckt. Da sind insgesamt für Erhalt und Stärkung der Kulturinfrastruktur 480 Millionen vorgesehen. Und das ist gerade auch für den Bereich kleine und mittlere Kultureinrichtungen, Kulturstätten, die auch oft privat oder über Vereine betrieben werden, die sollen damit gefördert werden, dass die eben auch dann die Aufträge an die kleinen Künstler, an die Darsteller geben können. Und ich glaube, das ist der erste und wirklich, wirklich richtige Schritt. Ich glaube, wir hoffen alle, dass es absehbar besser wird und dass wir dann alle wieder in Zukunft auch ein geselliges, schönes Miteinander auch im kulturellen Umfeld verbringen können. Thorsten, vielen Dank. Ja, ich denke, wir zählen jetzt mal gemeinsam runter von 5 auf 0 und dann haust du auf den Buzzer und dann gucken wir mal, ob wir die Mühle von Rönn hier im roten Licht erstrahlen lassen können. Ne? Und 5, 4, 3, 2, 1 und los! So, ja, wir können nur den Baum sehen, gerade was anderes hinter uns. Die Seite kommt gleich, die sind ein bisschen Spätzünder, aber die laufen. Ja, Thorsten, vielen Dank. Vielleicht stehst du ja dem einen oder anderen noch für ein kleines Wort zur Verfügung. Ja, da sind wir wieder und jetzt habe ich auch 2 Gäste, die kennt ihr schon, nämlich One Kiss, das ist Corinna May und ihr Mann Klaus mit C, da legt er ganz viel Wert drauf. Ja, auch die beiden sind hier an dieser Veranstaltung, nehmen daran teil. Ja, wie sieht es denn so bei euch aus? Wie ist so die Situation, das Empfinden? Wahrscheinlich genau wie alle anderen, keine Aufträge, aber wie setzt ihr das um? Also erstmal boring. Boring. Ne? Also man muss ja immer ganz klar sagen, das, was definitiv fehlt, sind Fans und Publikum. Also es ist
Ne, wir haben gegenüber ganz vielen anderen Künstlern wirklich die Möglichkeit, noch zu proben. Das tun wir auch. Ja, weil wir halt eine eigene Location haben. Aber halt, es ist leer. Ne? Also Musik oder ich sag mal Entertainment lebt halt vom Publikum. Und von daher, es ist Leere eingetreten. Ne? Also richtige Leere. Ja, ich darf schon mal was verraten. Geplant war ja auch, eine CD rauszubringen. Das entfällt ja im Moment auch. Ja, ist ärgerlich, oder? Naja, wir können halt keinen Release machen, so wie wir es uns vorgestellt haben, mit schöner großer Bühne und Presse und vielen Menschen, die sich dann hoffentlich auch freuen, wenn was Neues kommt. Das fällt ja natürlich alles weg. Ne? Und von daher haben wir es jetzt auch noch nach hinten geschoben und arbeiten noch ein bisschen am Material rum, weil wir haben jetzt ja die Zeit, noch Dinge zu ändern und noch ein bisschen Kreativität walten zu lassen. Ja, die Frage, die ich allen anderen auch gestellt habe, die Bundesregierung hat ja mal gesagt, macht euch keinen Kopf, ihr kommt alle dran, ihr kriegt alle genug Geld. Und wie sieht es denn da bei euch jetzt aus? Wahrscheinlich genauso wie alle anderen, falls ihr auch das Raster habt, ihr auch wenigstens irgendwas gekriegt. Ich schätze, beim Betteln auf der Straße würde man tatsächlich mehr einfahren können. Das ist das eine, also in der Verhältnismäßigkeit. Man muss es immer im Verhältnis sehen. Und dann kommt halt immer noch gravierend hinzu, von unkompliziert. Nein. Und Soforthilfe, ich meine, davon sind wir Lichtjahre entfernt. Ne, die Antragstellung ist gelaufen im März. Gleich nachdem verkündet wurde, dass Bremen auch den Künstlern etwas zukommen lassen möchte. Genau. Unbürokratisch. Ja, und ich glaube, gestern, am Samstag gab es dann nochmal eine Korrespondenz desbezüglich, dass die Sachen eingegangen sind. Ne? Von März bis jetzt. Super. Also Respekt nach Bremen. Ja, ne? Genau. Ich meine, danke, Bremen. Die Mitarbeiter selber können da recht wenig für. Wir haben das ja verfolgt. Mit dem Wust hat auch keiner gerechnet. Aber halt, ich sag mal so, da ist dann von Regierungsseite einfach nachzuschieben. Punkt. Und ihr habt ihn vorhin bei der Eröffnungsrede mit Tim Schwarzrock gehört. Der Bürgermeister Thorsten Rode ist hier bei mir. Ich habe ihn eben schon gefragt, wundert euch nicht, wir dürfen uns duzen und ich darf ihn auch mit Vornamen nennen. Ja, Thorsten, du hast es ja schon gesagt, du bist ja auch jemand, der gerne auf Veranstaltungen geht und dem das auch so ein bisschen fehlt. Ja, das ist richtig. Also ich bin, das weiß hier jeder an sich in der Stadt, auch bekannt als Konzertgänger. Ich höre und meine Frau auch sehr viel verschiedene Musikstile, Richtungen und ich vermisse es einfach, dass ich dann einmal den Kunstgenuss, Kulturgenuss habe, aber zweitens eben auch, dass ich Menschen und treffe, mit denen mal reden kann, auch in zwangloser Atmosphäre und das fehlt mir sehr. Du bist ja eingeladen worden quasi zu dieser Aktion, dass du die eröffnen darfst. Wie lange hast du gebraucht, um dazu zu sagen? Ungefähr eine Minute. Das Ganze ging über Messenger und da habe ich dem Sebastian Dibbet, der mich angeschrieben, gleich zurückgemeldet und da war das Thema geritzt. Jetzt kommen wir mal zu einer etwas unangenehmen Frage wahrscheinlich. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, aber du bist ja Bürgermeister. Welche Möglichkeiten hat denn ein Bürgermeister, da irgendwie mit Euro drauf zu wirken? Also quasi jetzt auch an der Landesregierung zu sagen, hallo, hier sind Künstler und Veranstalter, die gehen hier gerade alle den Bach runter. Können wir irgendwas machen? Sollen wir irgendwas machen? Müssen wir was machen, das ist ja noch viel wichtiger. Welche Möglichkeiten habt ihr dann so als Bürgermeister eigentlich? Ja, wir sind als Stadt ja auch im Niedersächsischen Städtetag organisiert. Ich bin auch selbst im Wirtschaftsfinanzausschuss und auch in den Bürgermeisterkonferenzen. Und gerade diese Themen haben wir dort angesprochen. Wir haben der Landesregierung auch ganz klare Botschaften gesandt, dass wir klare Entscheidungen brauchen. Auch wenn es nur heißt, finden Veranstaltungen statt? Ja, nein. Beispielsweise wird dieses Verbot von Großveranstaltungen über den 31. August hinaus verlängert? Ja oder nein. Ich darf mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit eben nochmal genommen hast. Ja, das waren also die Berichterstattung von Night of the Lights hier aus Osterholz von der Mühle von Rhön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir bleiben dran. Ihr habt es ja schon gemerkt, wie gesagt, es sind Zusagen gemacht worden. Auch da werden wir, wie gesagt, weiterhin dranbleiben und euch da auch weiter drüber berichten. Ich sag dann mal wie immer, tschö!